Gar nicht mal so schlecht. Jetzt zieh die Mundwinkel weiter nach unten. Weiter runter kann ich leider nicht. Hör mal, wenn du wütend bist, dann musst du auch wütend aussehen, klar, und dich auch so benehmen. Aber ich weiß nicht wie. Ach, ich sehe schon, wir müssen ganz von vorne anfangen. Wenn du glaubst, in deinem Bauch wäre ein Stein, ein ganz klebriges und ekliges Ding, und du denkst die ganze Zeit an das eine nur und dass es dir stinkt, bist du ganz matt und traurig und du fühlst dich schlecht, gar nicht gut. Wenn das klebrige, eklige Ding dich stört, tu, was ein Dreihorn tut. Und was wäre das? Dich packt die kalte, kalte Wut! Aha, und wie geht das? Erst guckst du grimmig und böse und zornig, halt den Kopf gesenkt, hol tief Luft und halt den Atem an, die Augen rot wie Glut. Guck bedrohlich und fürchterlich wild, leg in Falten deine Stirn. Trag dein Lächeln verkehrt herum, so sieht's aus, bist du voller Wut. Jetzt stütz die Hände in die Hüften, Schultern zurück, stampf ganz doll mit dem Fuß. Tritt gegen Steine, au! Doch nicht so fest. Das tut ganz schön weh. Tu so, als wärst du ein Scharfzahn. Hey, auch dein Vater wär ganz gut. Murre und knurre und sei ganz laut. So klingt es, bist du voller Wut. Bist du stinkesauer und voller Trauer, dann schluck's nicht runter, lass es raus. Lass dein Schnauben hören und stampf wild auf. Heb deinen Kopf und schrei. Sag nein, nein, mach. Sag nein, nein. Jetzt bist du sauer. Und bist du wütend, dann bleib auch wütend. Gib bloß nicht nach. Aber wenn ich mich besser fühle, was? Nein, du bleibst wütend, bis sie im Staub kriechen. Wie bitte? Bis sie kriechen. Oh, warte mal, ich glaube nicht, dass... Wenn du wirklich, 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 wirklich wütend bist und du Dampf ablassen musst, dann hol tief Luft. So ist es gut. Sei voller Wut und schrei! Oh, die ist ja richtig wütend. Siehst du?